Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir gehen in den Turm rein und katapultieren uns nach oben. Ich muss aber erstmal auf die Map gucken. Wir müssen in diese Richtung. Nach da. Und der ist noch ganz schön weit entfernt, ne, der Turm. Da ist es ja besser, wenn man von oben runterfällt. Moment. Wir gehen zum Gundia Piachabata. Chiabata. Da gehen wir hin. Und dann lassen wir uns von da runterfallen. Ist ja viel einfach. Zerfressene Karren. Defekt oder verlassene Gefährte findet lohnt sich meistens, sich ein wenig genau unter die Lupe zu nehmen. Ja, das stimmt. Da findet man immer einen Bernstein. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Ach, wir sind in diesem Schneefeld. Ja, zum Glück haben wir gerade noch Kälteschutz aktiv. Sonst würden wir hier ein bisschen freezen. So, wir wollen zur blauen Markierung. Also nach da. Wir werden auch nicht lange hier oben bleiben. Aber die Chilis hole ich mir mit. Und den Feuerstein auch. So. Der Turm ist ja direkt hier, das ist ja mega gut. Let's go! Das sind diese Kranzruinen da, ne? Da ist ein Schrein. Ach stimmt, da ist ja auch Kakariko, ne? Oh, da ist noch ein Bivarock. Oh, wer bist du denn schon wieder? Schnabuda! Na? Hallo, so trifft man sich wieder. Es tut mir aufrichtig leid, aber es gibt da ein kleines Problem. Ich hatte gehört, dass die Vorrichtung Kartografie-Kontome kaputt ist, also kam ich her, um sie zu reparieren. Aus irgendeinem Grund lässt sich die Tür nicht öffnen. Ah, ja. Ich habe Hunger von vielen. Vielleicht sollte ich in irgendeiner Höhle in der Nähe Pilze sammeln gehen. Oh. Es gibt eine Höhle unten in diesem Turm. Und habe ich dort oft nach Pilzen gesucht. Heißt das, wir müssen... Ah, ich muss aber von oben wieder, ne? Ich muss doch wieder von oben rein. Ich hätte mal vorher gewusst. Gunther, ja, blablabla schreien. Lass mich nochmal nach da oben. Es kann auch sein, dass wir in die Höhle müssen, um den freizuschalten. Aber ich glaube, dass man tatsächlich wieder von oben rein muss. Der sagte das zwar explizit, aber boah, das ist halt... Weiß ich nicht, ob ich mich darauf verlassen kann. Aber ich jetzt, ja. Also ich muss auf jeden Fall besser aufpassen, wenn ich in diese Schreine rein will. Dass ich eher versuche, die von oben anzusteuern tatsächlich. Und nicht... Ja. Nicht versuchen, von unten reinzukommen. Kakariko. Ja, man muss in die Höhle. Von oben kann man nicht rein.
Okay, man muss also in diese Höhle. Eine Höhle in der Nähe. Also ich weiß, was ich gerade gesehen habe. Und zwar hier unten. Könnte da eine Höhle sein? Nicht ganz klar. Nee, das sehe ich aber nichts. Scheiße. Was ist das denn da? Da ist irgendein... ein Karren. Aber hier ist keine Höhle. Ach, da unter dem Turm ist sie direkt. Ja, lass mich in Ruhe. Hey! Warum hole ich eigentlich den guten Bogen? So, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Brecher. Da, den hier. Wir sind gleich tot. Scheiße. Ich dachte, der wäre ein bisschen einfacher zu besiegen. Nein, du sollst nicht klettern. Hallo, gehst du bitte da hoch? Meine Güte. Wir ziehen mal eine andere Kleidung an, weil wir haben noch Aero. Ja, wow. Ey, diese Biberhaut sieht so scheiße, weil du da nicht hochklettern kannst. Oh. Ey, beweg dich doch nicht. Danke. Hey, was ist denn jetzt los? Alter, wo bin ich denn hingeflogen? Alter! Ey! Da haben wir wieder ein Ivarok-Herz. Die sind natürlich super stark und Explosivfruchtregeneration. Was ist das denn für ein Ding? Ivarok Steinherz. So. Ein Stachelbockbogen ist besser als den ich habe. Okay. Dann holen wir den doch. Ich glaube, ich habe die Höhle hier gesehen eben.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Höhle am Sachalalaschalalaschalalaschalalasch. Ich würde ja am liebsten, ne? Also sowas wie das hier machen. Oh geil, ein Rotonit. Okay, es geht auf jeden Fall noch weiter darunter. Hä? Was bist du denn? Du bist ein blauer Goblin. So, haben wir noch irgendeine Schmutzwaffe? Ja, das hier. So, Reisezweiner können wir gerne wieder synthetisieren mit einem geilen, richtig dicken Stein, der hier liegt. Na, der ist nicht so stark. Ist kein großer Stein, aber naja. Boah, war das ein geiler Shot. Lol, er ist instant gestorben. Ich habe ihm direkt das Herz rausgeschossen. So, Klammerechse ist mir egal. Ein Goshin-Schild. Schade, ich dachte, die würden da runterfallen. Aber ich glaube, ich weiß schon, was man hier machen muss, ne? Kann es sein, dass man einfach von unten sich in den Turm ballern muss? Oh, hier ist sogar nur ein rostiger Zweihänder. Ja, tatsächlich, hier ist der Durchgang. Hallo. Also, Reisezweine haben wir auf jeden Fall genug. Ja, ich glaube schon, man muss sich da einfach nach oben schießen mit der geilen Fähigkeit. Boah. So, Reise 200 ist gut. Rostiger ist Schmu eher. Der geht schneller kaputt. Den Reise 200, den hole ich mir gleich. So, dann lass ich den mal hier und hol mir den. Aber wir haben noch den hier, ne? Der ist auch nicht mehr so gut. Aber wir hatten hier auf jeden Fall noch eine Waffe. Noch ein Zweihänder. Moment. Wir hatten doch noch einen Zweihänder. Hier sind nur Äste. Ach ja, der hier. Klar. Jetzt haben wir zwei Reisehänder. Genau. Einen mache ich mit einem normalen Stein. Den anderen mache ich mit dem Big Boy Stein. Dann habe ich nämlich einen Breaker. Einen richtigen, fetten Breaker. Hier muss ich nach oben, ne? Ja, ja. Mario, ihr Siegenum! Ja.
Der Breaker. Cool. Tag. Wie bist du denn da reingekommen? Ach, muss ich die Dinger da entfernen? Ich glaube schon. Lübezeit, die Tür ist ja offen. Wie hast du das nur geschafft? Wie bitte? Die Tür ließ sich nicht öffnen, weil zwei Stöcke drin stecken? Ich frage mich, ob einfach nur ein paar Äste umgefallen sind oder ob es sich ein Streich der Monster handelte. Jedenfalls bin ich gerettet. Danke dir. Nun, dann reparier mal. Na bitte, es war kein wirklich großes Problem. Ein bisschen Öl war die Lösung. Na gut, ich sollte mich beeilen. Also müssen wir uns hier verabschieden. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Turm. Dann gönnen wir uns doch diesen Turm. Yeah. Drum, drum, drum. Sehr schön, es ist Nacht. Das ist sehr gut. Was ist denn da für ein Donnergewitter? Hallo? Hallo? Das sieht aber komisch aus. Jo, was ist denn da hinten? Da leuchtet es voll. Habt ihr es gesehen? Da, genau da hinten. Vor allem, wie links sich gemütlich während dem Fallen einfach so die Tandy anschaut. Nekluda. Oh yeah. Himmelskarte aktualisiert. Yeah. Yeah, 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 yeah. Als allererstes runtergucken. So, wie sieht er denn hier aus? Narissa? Ciela? Okay. Alter, was ist das für ein Ultra-Hole hier? Das ist echt riesig. Hier ist eine Höhle, die habe ich mir markiert. Die ist genau hier. Herzchen bedeutet Höhle. Was ist das da eigentlich? Ach, das ist der Schrein, den ich markiert hatte. Ja, ja. So, Höhle am Höhle. Das ist bestimmt ein Schrein, den ich markiert habe. Ja, und das ist Kakariko. Federsee. Müsste Kakariko sein. Hier sind die Zwillingsberge. Ja, müsste eigentlich stimmen. Der nächste Turm ist da. Und hier die zwei Türme kenne ich leider noch gar nicht. Aber dafür ist ja mein Erkundungsflug hier auch da. Und zwar in dieser Richtung sehe ich einen Turm. Ist das der Turm des nächsten Gebiets? Ja. Die Markierung kann direkt bleiben. Da habe ich einen Schrein gesehen. Jo. So. Nachts ist halt sehr, sehr gut für mich. Der ist schon markiert. Ach, da hinten ist der... Jo, da hinten ist der Sumpf. Oder der Dschungel. Da ist der Dschungel. So, okay. Da in diese Richtung sehe ich nichts weiter. Aber ich musste noch in diese Richtung was sehen. Genau. Da muss irgendwo ein Turm sein. Aber den sehe ich nicht. Zumindest aktuell nicht. Okay, was ist hinter mir? Den Turm haben wir sowieso. Den Turm haben wir auch. Den Turm da hinten haben wir. Das heißt, wir müssten nur noch diesen Turm sehen.
Das heißt, ich kann mich darauf fokussieren, erstmal nur den Turm zu sehen. Ach, da ist er. Ja, da ist er doch. Perfekt. Okay, wir fliegen jetzt erstmal zum Roten. Und ich sollte mir wieder Aero-Gewand. Wir haben auch nicht mehr viel. Ausdauer. Kann man hier auf irgendeiner Zwischeninsel landen? Klar, wir können hier auf den Zwillingsbergen landen. Hui. Knappe Sache hier. Ich weiß noch, hier waren damals zwei Schreine. Auch, da sind auch fette Steine. Moment mal. Da kann ich mir doch hier einen geilen Breaker wieder bauen. So. Habe ich wieder einen Breaker. Einen richtig guten. So. Aber kein... Ach, natürlich muss es anfangen zu pissen, wenn ich hier wieder klettern wollte, ne? Ist ja klar. Gucken wir nur, ob hier ein Kroggy ist. Hier ist tatsächlich ein Krog. Auch nicht. Kein Krück. Da werde ich ja ganz verrückt. Boah, jetzt ist es am Pissen und ich komme da nicht hoch. Boah. Ich muss in diese Richtung. Halt von hier aus. Ach, das geht auch von hier. So. Schrein, du bist ganz fein. Und ich habe doch noch einen gesehen. Irgendwo da habe ich doch einen gesehen. Ja, den habe ich schon markiert. Irgendwo da war auch ein Schrein. Bin ich mir eigentlich sicher. Na, kann ich jetzt nicht markieren. Wir werden tatsächlich auch zuerst zum Schrein kommen. Weil... Why not, ne? Da ist einer! Ist gar nicht so einfach, ey. Von oben komme ich eh nicht gerade in den Turm rein, deswegen kann ich eh nur von unten. Dann machen wir doch einfach noch diesen Schrein hier mit. Den anderen kriege ich leider nicht markiert. Hallo. Nein. Du schon wieder. Nein. Er verfolgt mich. Oh Gott. Wir haben den schon mal aktiviert. Ja, ich hole mir was anderes hier.
Ich habe ihn schon mal markiert. Wir können schon mal hinporten. Okay, irgendwo vor mir ist ein Krog. Ja, Totenkopf passt auch gut. Ja, passt von der Markierung her, reicht mir. Was ist das denn da? Ach, eine riesige... Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen in diesen Strudel rein. Erinnert ihr euch an diese Botschaft? Das Tor des Schlosses, der... Oder irgendwie... Der Grund des Wassers oder irgendwie sowas? Am Grunde des Wassers... Okay, hier müssen wir in den Boden rein. Alles klar. Pappel! Das Pappelhochland! Ach ne, wir können es einfach so aktivieren. Ne, es ist kaputt, okay. Hilfe! Ach du Scheiße, ist das tief. Ich hab's doch gesehen. Ich hab's doch gesehen. Ein Ritterzweihänder. Was schmeißen wir denn weg? Gar nichts. Wir lassen die Kiste einfach und nutzen erstmal unsere geilen Breaker. Die Kiste können wir ja immer noch holen. Tag. Oh. Was für dich ein Ort wie diesen? Kopf da. Nein, das ist eigentlich nicht wichtig. Könntest du mir irgendwie raushelfen? Ich habe den Riesen einen Fall ausgelöst und jetzt hänge ich fest. Was für ein Schlamassel. Oh. Kannst du den Schalter sehen? Wenn du ihn betätigst, solltest du mich auf der Falle befreien können. Da drüben gibt es einen Höhlenangang. Durch ihn bin ich hereingelangt. Schläge dich an. Du bist in der letzten Hoffnung. Ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Aha. Boah. Jetzt hol ich mir den Ritter 2 nach. Und dann machen wir eine Synthese. Mit dem geilen Felsen hier. Und haben wir einen Ultra Breaker. Der Ultra Breaker. Ich würde mal sagen, da unten ist der Höhleneingang. Ist sogar ein Brunneneingang noch. Was bist du? Südbrunnen am Pappelhochland. Sonst ist hier nichts. Ja, okay. Tag. Ausgrabung am Pappelhochland. Ciao. Ich habe doch gerade... Habe ich das richtig gesehen? Ja, tatsächlich. Okay, da geht's noch weiter. Mein Herr, ich wusste ganz sicher, dass du mich retten wirst. Ich danke dir. Violetten Rubin, ja geil. Ich will es nicht mehr sehen. Mach damit, was du willst. Aber Moment mal, ich habe schon zu viel Zeit verloren. Kartografie-Turm warten mit wichtigen Aufgaben. Ja, dann reparier mal. Hopp. Hopp. Reparier. Ja,
Aber das hier ist gerade interessant. So. Stimmt. Was machen eigentlich diese Blasen? Ach, die stoßen einen zurück. Wie süß. Okay. Dann haben wir das auch. Anders kommt man ja eh nicht hier rein. Nochmal 50? Schade. Dann halt 80 Rubine. Topaz ist 80 wert, glaube ich. Auf nach oben. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.